Boah, was ist eigentlich zurzeit mit unserem Chef los? Der ist so paranoid, jetzt wo der neue Nachbar da ist. Ja, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Irgendwie überlege ich jetzt auch zu gehen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf den. Es geht mir so auf den Sack. Wie sind wir überhaupt hier hingekommen und was ist eigentlich in der Situation zwischen dem Nachbar und unserem Protagonisten los? In dem Werk von Franz Kafka, Der Nachbar, zieht ein Herr neben den Protagonisten einen jungen Geschäftsmann ein. Die Erzählung ist 1917 erschienen. Das sind unsere vier Charaktere. Erstens die zwei Sekretärinnen. Die sind durch ihre hohe Arbeitslast sehr überlastet. Dann der Protagonist, der junge Geschäftsmann. Der trägt in seinem Rucksack auch sein Emotional Baggage mit. Und der Harras, der neue Nachbar. Boah, die Wohnung ist aber toll. Aber die Küche da hinten, brauche ich sie wirklich? Ich weiß es nicht. Wow, das ist ja so eine tolle Wohnung. Muss ich gleich meinen Immobilienmakler anrufen? Die muss ich unbedingt haben. 3 Tage später. Oh, endlich habe ich meine Traumwohnung gefunden. Und vor allem diese Küche ist super. Was? Der Typ, der gerade in die Wohnung gegangen ist, hat meine Wohnung gekauft. Was? Da ist jemand am Telefon, genauer gesagt Hubertus von Liechtenstein. Ring, ring. Bist du verrückt? Du darfst doch nicht so laut sagen, wer da am Telefon ist. Der Nachbar hört uns zu. Das muss dir bewusst sein. Okay, Entschuldigung. Boah, was war das denn gerade? Der spinnt doch, oder? Also was war das denn gerade? Die sind so dumm. Wieso habe ich Sekretärinnen engagiert, wenn sie nichts secret halten können? Ich höre doch den Nachbarn die ganze Zeit rumlaufen in seiner Wohnung. Er presst bestimmt seine Ohrmuschel gegen diese dünne Wand da drüben. Er lauscht auch. Wie können die das denn nicht erahnen? Ich bin echt so ratlos. Der gestörte Spion-Nachbar. Da drüben, der natürlich genau dasselbe Geschäft führt wie ich, macht mich ganz wirr. Am Ende muss ich hier noch ausziehen, weil er mein Geschäft in den Ruin treibt. Hä, warum ist denn mein Nachbar immer noch so laut? Es ist doch schon abends. Was macht der da? Ding dong! Oh Gott, wer könnte das sein? Es klingelt jetzt? Ist das wohl mein Nachbar? Er will mich doch bestimmt umbringen. Oder wenigstens mein Geschäft. Soll ich wirklich aufmachen? Ding dong! Hier sind die Lieferanten. Okay, kommt rein. Das sind ja nur die. Hallo, guten Tag. Hier ist Ihr neuer Perserteppich. Lässt der auch wirklich keinen Ton durch? Also, die sind ja eigentlich für den Boden geeignet, aber sind aus extra dicken Bärenfell. Okay. Ja, dann geht jetzt aber lieber bitte schnell. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Was ist denn jetzt los? Der dreht doch völlig durch. Jetzt auch noch die Perserteppiche an der Wand. Boah, also sein Selbstvertrauen hat sich jetzt völlig aufgelöst. Komm, wir gehen. Kafkas privates Leben spiegelt sich immer in seinen Werken wider. Zum Beispiel die schlechte Verbindung zum Vater. Und die dadurch entstandenen Unsicherheiten und der Leistungsdruck, genau wie unser Protagonist. Das war unsere Interpretation des Werkes Der Nachbar von Franz Kafka.